Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir sind wieder im GTA Online und mein Präsident verkloppt gerade, Leute. Ich sitze hier im Fahrzeug und fahre, oder was? Wir müssen wieder Vorräte für unsere Firma besorgen. Für unser Geschäft, Organisation, was auch immer. Und wollen mal gucken, was wir mit unserer, wie heißt das Ding? Dokumentenfälscherei machen können. Ja. Korrekt. In der letzten Folge haben wir sie sozusagen gestartet und uns wurde gezeigt, was da so wahrscheinlich alles an Dokumenten gefälscht werden kann. Und ja, wir werden sehen, was das jetzt bringt in der nächsten Zeit. Und wir wollen auf jeden Fall 195.000 hinkriegen, dass wir einen Angestellten einstellen können, damit wir auch Dokumente fälschen können. Ne? Und mal gucken, wie viel Geld uns das einbringt. Ja, du kannst da irgendwie noch mehr kaufen, aber man muss noch mal gucken, was das alles war. Mhm. Da ist ein gegnerischer Helikopter in der Luft. Auch gerade gesehen. Es wäre viel geiler, wenn du das so machen könntest bei GTA, dass wenn du ein MC-Club bist, dass du nur mit Bodenfahrzeugen irgendwas machen kannst und nicht mit Helikoptern und so. Hm. Wenn du eine Organisation bist, dass du dann einen Helikopter nehmen kannst, aber kein Helikopter, der ballern kann, weil das ist doch echt... Oh, das ist was ganz anderes. Schalte die Gegner aus. Oh shit. Das ist mir auch noch was übrig. Hm, mache ich gerne, weil ich habe nicht mehr viel Munition. Ich habe eine. Was? Hier hinten ist noch ein Ding. Diese Dinger, die wir klauen sollen. Komm hier hinten zu mir. Ja, ich töte die noch. Ich will die töten. Oben auf dem zweiten Stock ist noch einer. Ich sehe den noch nicht mehr. Gut, wir haben alles. Oh shit, da war ja ein Stein. Oh, da kommt einer. Ich bin vorhin auch vorgefahren. Oh. Ja. So ein Motorradfahrer. Ich hab dir einen übergelassen. Jo. Ich hab mich wieder an der gleichen Stelle überschlagen. Echt? Ja. Wie schaffst du das? Ich bin über das Motorrad gefahren. Das Motorrad hat tatsächlich meinen Hammer in die Luft gehebelt. Geil. Warum ist dieser fette Bulli schneller als der Hammer? Warum sollte der schneller als der Hammer sein? Ja, weil du weiter hinten bist und du hast mich immer noch reingeholt. Ich habe mich auch überschlagen. Ja. Hol aber auf. Außerdem ist der Hammer jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass er schnell ist. Ja, aber schneller als ein Bulli. Ja. Ganz bestimmt. Ich fahre jetzt gerade auf Anschlag und jetzt nicht mehr. Jetzt hat er wieder geschaltet. Hä? Was denn? Wo habe ich denn jetzt die Vorräte her? Wir hatten, das waren zwei Ladungen. Ja, aber wo hatte ich die denn her?
Ja, du bist doch auch hinten zu dem Platz gefahren, wo ich stand. Da Ja. waren die Vorräte. Die hast du dann eingesammelt, wenn du in der Nähe standest. Okay. So. Oh, Vorräte sind komplett voll. Vorräte sind komplett voll. Wie können wir die verbrauchen? So. Verbesserungen kaufen. Auf Ausrüstung. Kaufen Sie diese Verbesserung, um Ausrüstung höherer Qualität zu benutzen. Dies wird Ihre Produktion beschleunigen, den Wert Ihrer Waren steigern und Sie werden länger mit Ihren Produktionsvorräten auskommen. 550.000. Ja. Kaufen Sie diese Verbesserung, um mehr Personal einzustellen. Dies wird Ihre Produktion beschleunigen und den Ja, Wert aber Ihrer wir Waren müssen erstmal steigern. einen Personaler haben. Kauft man hier? Ja, du musst Personal kaufen. Ja, ich habe aber nicht genug Geld. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal Missionen machen. Kaufen Sie diese Verbesserung, Sicherheitspersonal einzustellen. 285.000. Derzeit werden keine Produktionsvorräte benötigt. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt Missionen machen. Ja, dann fahren wir jetzt wieder in unser Gang, also unser. Ach Mann, Motorradclub. Ja. Und machen weiter. Ja. 195.000. Brauchen wir, genau. Fallwolf fragt, wie ist denn das heute eigentlich, eventuell Eisdiele heute? Weiß ich nicht. Weiß noch nicht, was ich heute vorhabe. Oder wie ich das heute vorhabe. Ja, du bist ja eventuell dann auch noch weg. Genau. Ist das jeden Sonntag so mit zur Familie oder Nö, nicht jeden. ab und zu mal? Boah. Okay. Ne, ich frage ja nur. Weil ich will ja auch nicht jeden Sonntag irgendwie dich davon abhalten, nur weil wir Aufnahmen machen, dass du nicht dann unterwegs bist mit ihr. Nee, nee, alles gut. Das nenne ich jetzt Perfect Driving, Junge. Das sind Nee. Driving Skills. Die Belegschaft ist in deinem Unternehmen eingetroffen. Lassen Sie einfach Ihr Ding machen, als die Produktion kann anlaufen. Oh, cool. Was? Ja. Geil. Bin mal gespannt, ob man dann irgendwelche Meldungen oder sowas bekommt. Das interessiert mich gerade auch, ja. Werden Das wir Geile ist, verfolgt? du machst jetzt. Nö. Du machst jetzt Kohle wie sonst was, ne? Toll, Yannick. Hm? Hast du was gemerkt? Du bist irgendwo gegengefahren. Nö. Du Was hast dir zwei denn? Motorradfahrer überleben lassen. Du bist einfach. Du hast sie einfach überholt, anstatt sie umzufahren. Oh nein. Wie konnte ich nur? Ich weiß es nicht. Bist du krank? Ja, immer noch ein bisschen. Daran wird's wohl liegen. Der war mega nice, ey. It's the wise principle. So. By the pound, guns of fire oder weapon of choice? Weapon of choice.
Aber die Mission ist nur was für Analfixierte, steht dabei. Ich sehe es. Machen wir das doch mal. Ich hab's gesehen. Stand ganz unten bei. Ja. Toll, die Fahrzeuge sind wieder weg. Hier stehen die eigentlich immer da noch da. Begib dich zur Ulsa. Ich antworte mal gerade dem Fallwurf, der dreht gerade am Rad. Der dreht gerade am Rad? Jus. Weil du es gelesen hast und nicht geantwortet hast, oder was? Ja. Fährst du richtig? Hä? Fährst du richtig? Ja, warum? Bei mir zeigt es in die andere Richtung an. Nein. Bei mir zeigt es genau in die Richtung an. Okay. Oh fuck. Was denn? Hä? Warte mal, bleib mal stehen. Ich muss in die vollkommen andere Richtung fahren. Weil das sind zwei Dinger. Du hast einen anderen Punkt als ich? Ja, ich habe einen ganz anderen Punkt und den Punkt, den du hast, sehe ich nicht. Lol. Was habe ich erst jetzt bemerkt? Das ist scheiße. Wow. Damit komme ich auf jeden Fall besser an. Dieser In-Remain ist irgendwie auch ein bisschen inkompetent, oder kann das sein? Ja. Der sterbt. Der ist des Öfteren gestorben. Aber ich fahre gerade in Infernus. Ich habe mir auch jetzt ein neues Auto geholt. Sehr Bullet. Gut. Nee, Quatsch. Doch, ein Bullet, sicher. Oh, fuck. Kann wieder nicht fahren. Oh. Haben wir gar nicht so viel Zeit. Die Misse. Kriegen wir schon hin. Wenn du volle Pulle fährst und dann in der Kurve auf die Bremse gehst, ey, das ist echt mit dem Infernus voll Kacke. Weil der dreht sich dann. Begib dich zum Yellow Jack hin. Das verstehst du nicht. Den Satz, der eben gerade oben links war. Wenn du die gefälschten Waren holst, bla bla bla, dann kriegst du Bonus, wenn du irgendwelche gekreuzten, weiß ich nicht was, Zielleiste oder so. Ach! Jetzt verstehe ich das Ganze. Oh oh! Bei mir explodiert alles in der Nähe. Echt?
Orbitalraketen oder was? Weiß es nicht. Jetzt nicht mehr. Hatte jemand anscheinend nur Geld für eine. Oh nee, ne? Was beim Yellow Jack Inn, da ist einer. Ernsthaft? Ja, genau auf dem Punkt steht einer. Bist du schon so weit, um dahin zu fahren? Ich bin da. Jetzt ist er weg. Das weiß ich leider nicht. Was? Warum ist Alexa jetzt eingegangen? Keine Ahnung. Pff, lol. Wo ist denn der Yellow Jack Inn? Schalte das Ziel mit der doppelläufigen Schrotflinte aus. Ach so, jetzt soll ich zu da. Toll, und wo ist die doppelläufige Schrotflinte? Jetzt soll ich zu deinem Punkt kommen. Jetzt verstehe ich das. Wow. Der Typ hat mich erschossen. Welcher Typ? Ja, der hier ist. Achso. Der ist so schwer. Ich habe ihm nichts getan erst. Ich bin da rein, um meine Mission zu erledigen und er kam und hat mich einfach erschossen. Das ist aber kein Spieler gewesen. Doch, das ist ein Spieler. Bei dir stand, I'm Gotti, wie ist gestorben. Echt? Ja. Der ballert mich wieder nieder! Ah, jetzt steht da Ali Dolz Damage. Und das Problem ist, ich muss mit dieser scheiß doppelläufigen Schrotflinte killen. Wo ist die denn? Ja, die ist hinten. Kannst du dir die holen? Hinter dem Gebäude, an dem Treppen. Wo ist denn der Typ? In dem Gebäude, wo das Ziel ist. Okay, dann schieße ich den ab. Ja, mach mal. Er steht da drinnen und er sieht uns sofort. Was? Bin gedacht. Er ist hinter der zweiten Tür. LOL! Hä? Wichser! Hasten? Ja. Sehr gut. Er ist aber wieder da. Ist egal, du musst doch nur den Typen killen. Ja, kann ich nicht, weil er sofort wieder da ist und mich tötet. Der ist doch ganz weit weg. Das ist ein anderer jetzt. Ja. Ja, den habe ich getötet. Wo ist denn die Doppelläufige? Hinten, hinter dem Gebäude. Und dann gehst du diese Treppenstufen hoch. Und da muss sie liegen. Ich hab die hier nicht. Doch, ja, dann kannst du die nur einmal aufheben. Da. Nee, okay. Da ist er, ich hab sie. Wo das Geile die ist, die zielen alle auf dich gerade. Ja, sollte doch. Fuck. Oh shit. Toll. Ich habe keine Munition mehr. Für die doppelläufige Schrotflinte. Wie dumm ist das denn? Jetzt habe ich wieder Munition. Und der Typ ist da drinne? Ja, und der hängt hier rum. Ich erschieß den, aber es passiert nichts. Wo ist er denn? Ja, hier drinne. Tatsache. Jetzt! Wow, 6500, ernsthaft? 6000. What? Oh, pass auf, da ist wieder ein Typ. Ja, ja.
Womit schießt der eigentlich? Nee, nicht. Wow. Er hat gedacht, er hätte unser Auto zerstört. Süß. Idiot. War noch nicht mal unserer. Alright, confirmation came through. Ja, dann hole ich mal meinen Mechaniker. Mechaniker. Ups. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll get there as soon as I can. Oh oh. Hä? Da ist ein fliegendes Motorrad. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Au, 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 au. War das knapp. Was der hätte mich fast erwischt. Die Rakete ist gerade knapp an mir vorbeigeflogen. Oh, ich werd beschossen. Ja, von ihm. Du bist tot. Ja. Ja, aber ich würde jetzt einfach mal so behaupten, die Folge ist jetzt aber zu Ende. Jawohl, das behaupte ich jetzt auch. Haben wir zwei Missionen gemacht. Und die nächste folgt auf jeden Fall zum Fuße. Heißt das so? Ich glaube schon. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.